the principles of yoga found in the Bhagavad school according to the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam. Wir starten hier mit den Yoga-Prinzipien in der Bhakti School, die aus der Bhagavad Gita hervorgeht. Yes, when we talk about the Bhagavad school, it refers to the school that follows the Srimad Bhagavatam as the highest Brahmana or the highest authority in terms of Shastra. Die Bhagavata School folgt dem höchsten. I repeat. Yeah. The Bhagavata School follows the Srimad Bhagavatam as the highest. Bhagavata Purana, also known as Bhagavata Purana, as the highest Pramana, Pramana or highest evidence in terms of Shastric evidence. Als von der höchsten des höchsten Beweises der höchsten Wahrheit. I will explain why this is considered like that by the followers of that school. And also the Bhagavad school is founded on the teachings of Bhagavad Gita. Die Bhagavata School ist gegründet auf der Bhagavad Gita und ich erkläre jetzt, wieso die Anhänger so denken. Of course also Vedas, Upanishads, Vedanta Sutras, Yoga Sutras, these scriptures are taken as authority, very important authority. Also die klassischen Sachen wie Vedanta und so weiter werden auch als Autoritäten anerkannt, auf jeden Fall. So, the reason why Srimad Bhagavatam is considered by the followers of the Bhagavad school as the highest authority is because it promotes pure bhakti, bhakti, love for the Supreme to the highest extent. Und der Leiter dieser Bewegung spezialisiert sich eben auf diesen Bhakti, den Herzensanteil. And therefore what I intend to present here is hopefully with the help of God and the great masters, I intend to present here how the teachings of the Vedas evolve in the increasing of bhakti or devotional explanations. Ja, und von den Schriften nehmen wir uns jetzt speziell den Bhakti-Anteil heraus. Anyway, I'll develop that. So I wanted to start by offering an invocation to the spiritual master. I'll sing for each line, and you please, if you can, repeat. We're asking blessings here for the fructiferous development of this presentation. Ja, und wir laden ein, wir bitten um Segen mit diesen Zeilen hier für unseren Vortrag. Om Ajnanati Mirandasya. Om Ajnanati Mirandasya. Jnananjana Shalakaya. Jnananjana Shalakaya. Chakshurun Militam Yena. Tasmai Shri Gurave Namaha. I offer respectful obeisances unto my spiritual master who opened my darkened eyes with the balm of transcendental knowledge. Ich biete respektvolle Gefolgschaft nach meinem spirituellen Meister zu folgen, der meine verdunkelten Augen geöffnet hat mit der Handfläche des transzendentalen Wissens. Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam.
Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Chayamudirayet. This is a verse from the Bhagavatam where the speakers offer obeisances. I offer respectful obeisances unto the Supreme Being, Narayana, and to Nara Narayana Rishi, the Supreme Human Being, and to Mother Sarasvati, the Goddess of Knowledge, and to the Revered Sage, Vyasadeva. Ich biete respektvolle Gefolgschaft dem höchsten Sein Narayana, Narayana Rishi, das höchste menschliche Wesen, und Mutter Sarasvati, die Göttin des Wissens, und dem ehrenwerten Heiligen Vyasadeva. So as I was mentioning, we will use two primary sources for this presentation, Srimad Bhagavad Gita, spoken, as I think all of you know, by Sri Krishna to Arjuna and through Arjuna to us. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Bhagavad Gita, wo Lord Krishna Arjuna hilft, in den Kampf zu ziehen. And the Srimad Bhagavatam or Bhagavata Purana. Und der Srimad Bhagavatam und der Bhagavata Purana. Which is described by different authorities in the Vedas as the essence of the Vedas for the age of Kali. Der von verschiedenen Meistern in den Veden beschrieben wird als die Richtlinie für unser Kali-Zeitalter. For example, in the Shvetashvatara Upanishad, the last verse of the Upanishad says, Yasya deve parabhaktir, yatta deve tata gurau, tasyaite katite yarta prakashante mahatmana. That only to those great souls who have bhakti, love and devotion for both Guru and Deva, God, the secrets of Vedic knowledge is revealed. Und am Ende der Upanishaden steht, dass nur wer sowohl den Guru Gefolgschaft leistet, als auch dem Herzen irgendwie zur höchsten Wahrheit kommt. In the age of Kali, it is very difficult to understand the Vedas. It's very difficult. In unserem jetzigen Zeitalter ist es sehr schwierig, die Veden wirklich zu verstehen. And therefore we see how many scholars who do not practice the teachings of the Vedas get confused. Und wir sehen, dass viele Schüler, die nicht die Veden studieren, sehr zerstreut und konfus sind. For example, the commentaries on the Vedas, they see it as something from ritual, meaningless. They don't understand well what's the purpose of all these hymns. Und sie verstehen nicht all die Bedeutungen. Es scheint so unklar zu sein. Only people who practice the teachings of the Vedas can understand them. Nur wer wirklich die praktiziert, die was in den Veden steht, kann beginnen, sie zu verstehen. But even so, there are so many different explanations of the Vedas. Aber selbst dann gibt es so viele verschiedene Erklärungen für die Veden. And some of them appear contradictory. One sage is saying one thing, another sage is saying a different thing. Whom am I supposed to believe? What explanation am I supposed to take? Und oft ist es so, dass es zwei Meister was völlig Gegensätzliches sagen und man weiß überhaupt nicht, welche Erklärung man jetzt eigentlich nehmen soll, von dem einen oder von dem anderen. And this was actually the question presented in the beginning of Srimad Bhagavatam. Und das ist eigentlich das Problem, das präsentiert wird am Anfang der Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam belongs to the category of Puranas.
which technically, for those of you who have studied the subject matter, technically is considered Smriti. Die Srimad Bhagavatam gehört zu den Puranas und ist technisch betrachtet, wer sich damit auskennt, wird als zu den Smritis gezählt. And sometimes we hear that only like Shruti is the real, is where the real meaning of the Vedas is, and Smriti is secondary. We tend to sometimes we hear those explanations. Yes. Okay, die Rutis sind das, was wir normalerweise hier als wahr sehen und nicht die Smritis. Shruti is the Vedas which emanate from the breathing of God, from the breathing of Mahavishnu. So it is described as apaurusheya, beyond human origin. Shrutis wird als Atem Gottes gesehen, was jenseitig ist. And Smriti are the explanations given by the great sages about the original scriptures. Und Smritis sind die Darlegungen von den großen Meistern über die Wahrheiten. However, something important to consider is that in the age of Kali, without Smriti, it's practically impossible to understand Shruti. Und in unserem Kali-Zeitalter, wenn wir die Smritis nicht zur Hilfe haben, können wir die Shrutis gar nicht verstehen. And therefore, Sri Jiva Goswami, one of the great teachers in the line of Chaitanya Mahaprabhu, sorry. Ich denke, jeder hat verstanden, wie der Name heißt. Okay. Should I repeat? Yeah, please. And therefore, Sri Jiva Goswami. Und daher hat Sri Jiva Goswami, the name you get. Yeah. Jiva Goswami. Well, I should have written it. I'm speaking. I didn't write everything on the PowerPoint, and it is just to help a little bit. Who is a great teacher in the line? Der ein großer Lehrer ist in der Linie von. Of Chaitanya Mahaprabhu. Has written in his commentary to the Bhagavatam, has proven systematically the importance of Smriti. Und hat eben systematisch in der Bhagavatam bewiesen, wieso die Smritis so unerlässlich sind. So, anyway, to don't get too much into the technicalities. The history of the Bhagavatam is the last scripture written according to the authority of the Bhagavatam itself by the author of the Vedas, the Sri Vyasadev, compiler of the Vedas. Und so ist Bhagavatam ist einer der letzten Schriftstücke, die aus den von den Autoren der Veden hervorgegangen sind. The complete name is Krishna Dwaipayana Vyasa. Ja, und das ist sein Name des Autors. Or also Badarayana, it's another of his names. Ja, und das ist ein anderer Name von ihm. So, as the story is related in the beginning of the Bhagavatam is composed of 18,000 verses. Und die Bhagavatam, die besteht aus 18,000 Versen. And it's a beautiful scripture, it's poetry, it's beautiful. Und es ist wunderschön, es ist Poesie. And the proof that the Bhagavatam has been taken seriously by all the schools of Vedanta is that all of them has written commentaries on the Bhagavatam, which they have not done with any other Purana. Und man sieht die Wichtigkeit von der Bhagavatam ist, dass alle, die sich mit Veden beschäftigen, auch Kommentare über die Bhagavatam geschrieben haben. Und das ist nicht so der Fall bei den anderen Puranas. So, the history of the Bhagavatam is that after Srila Vyasadeva had compiled the Vedas,
He was not feeling satisfied. He wrote the four. He divided the one Veda into four. Und nachdem der Autor die Bhagavatam geschrieben hat, war er irgendwie nicht ganz zufrieden und hat ein Stück in vier geteilt. Then he wrote the Puranas and the Mahabharata in order to explain, to illuminate the meaning of the original Vedas. Und um die ursprünglichen Veden zu erklären. And even so, after doing that, he was not fully satisfied. He was feeling something was missing. For as an author of divine literature, he was noticing something is missing. Ja, und er hatte das Gefühl, es fehlt was. Und deswegen hat er die Mahabharata geschrieben. So then his spiritual master, Sri Narada Rishi, came to see him. Und deswegen hat er Sri Narada aufgesucht. And told Vyasa that you are not satisfied because you have not written directly about Krishna and about love, pure love without mixing for Krishna, for God. Und er hat ihm gesagt, was hier nicht stimmt, ist, dass du nicht die pure Liebe eingefangen hast und darüber geschrieben hast. So the Bhagavatam proposes what the gurus in the Bhagavata line call the Panchama Purushartha, the fifth goal of the Vedas. Ja, und was jetzt geschrieben wurde, war das fünfte Ziel der Veden. Traditionally, we know about four goals of the Vedas: Dharma, Artha, Kama, Moksha, religiosity or piety, economic development, prosperity in this world. Also erstens Religiosität, zweitens Wohlstand. Kama, sense enjoyment. Kama, das Erfahren von Gefühlen, von and moksha, liberation. Und die Befreiung als Viertes. But the Bhagavatam proposes that the culmination of liberation is pure love, bhakti, prema. Und die Bhagavatam sagt, beim Eintauchen in die Wahrheit kommt die reine Liebe. So the reason you will say why you are talking, we came to hear about the yoga principles, and now you are telling me what the Bhagavatam, what is this? What I'm presenting, first contextualizing, because what in the Srimad Bhagavatam also we find explanations of the process of yoga. Und wieso wir jetzt eigentlich hierher kommen und nutzen wir die Gelegenheit, das erstmal in einen Kontext zu stellen, wo das in der Srimad Bhagavatam eigentlich steht. In the exact, the same processes you will see in some verses, the same processes found in Patanjali's Yoga Sutras, found in Bhagavad Gita in chapter 6, for example, we find them in Srimad Bhagavatam, in the third book, or third canto. Wir finden das auch, genau die gleichen Prinzipien bei Patanjali, im sechsten Kapitel der Bhagavad Gita und an anderen Stellen. But the emphasis on bhakti, on devotion, on Ishvara Pranidhana increases. Aber es geht immer mehr um den Bhakti-Aspekt. The yogi is supposed to meditate on the very beautiful form of God. Der Yogi ist dazu bestimmt, um eine wunderschöne Art von Gott zu meditieren. Which is completely transcendental to the material forms. Was das die Materie komplett transzendiert. Like this morning during the satsang, we were listening how Maya acts in this world and all the conceptions we have and the forms, how these forms are illusory, are Maya. So wie wir heute Morgen bei Sukadev gehört haben über die Maya und die ganze Illusionswelt. The Bhagavatam explains that beyond the material forms,
There is a transcendental form, which is unlimited. Und wir beschäftigen uns jetzt mit der transzendentalen Form, die völlig unbeschränkt ist. And yet it is described in a very sweet and personal way. Und dennoch ist es irgendwie sehr greifbar und sehr persönlich geschrieben. Okay, before looking into what the Bhagavatam says about yoga, let's look at Bhagavad Gita and how the Bhagavata school understands these teachings of the Gita. We'll be quoting some verses. Und bevor wir jetzt uns genauer beschäftigen, was die Bhagavatam von der Bhagavad Gita unterscheidet, spreche ich jetzt noch über andere Sachen. Some of the verses were quoted this morning by Master Shukadev, the first two. And I was pleased that I prepared the presentation last night. And I had thoughts, but last night I put it on the screen. And he quotes, I thought, okay, we're on the same page. At least in that part we are together, yes. Ja, gestern Abend habe ich angefangen, diese Verse zusammenzutragen und den Vortrag vorzubereiten. Und nachdem Sukadev heute Morgen exakt diese Verse zitiert hat, war ich ganz glücklich, dass wir uns irgendwie so auf dem gleichen Gleis bewegen. Master Shukadev quoted the verse Samatvam Yoga Uchyate from. It's the first verse where the definition of yoga is given in Bhagavad Gita. It's in chapter 2. Und hat eben den aus Kapitel 2 den ersten Vers zitiert. If you want to check it, those of you who are taking notes, it's text 48. Es ist Text 42 für die Leute, die sich Notizen nehmen wollen. 48, danke. Yogastha kuru karmani sangam tyakva dhananjaya siddhya siddhyo samo budva samatvan yoga uchyate. Krishna tells Arjuna and through Arjuna to all of us, Arjuna, become situated in yoga. Und Krishna erklärt Arjuna und durch Arjuna uns allen, Arjuna, komm in den Weg von Yoga. Sta means becoming situated. Ja, starte damit, richte dich darin ein in Yoga. Sangam tyakva dhananjaya, abandon all attachment. Werf alle Anhaftung weg. Siddhya siddhyo samo buddha. Whether perfection or imperfection, see it equally, sama. Und das ist egal, Perfektion oder Unperfektheit, es ist gleich. Such equanimity of mind is called yoga. Samatvam yoga uchyate. Und diese Gleichmütigkeit, das ist, wird Yoga genannt. Then the second quote given also by Master Shukadev was Yoga Karma Sukaushalam is a few verses after this one we just quoted. Und der zweite wurde auch von Meister Sukadev zitiert und es geht um die Kunst der Arbeit. And this expression of yoga as the art of work, I'm taking it from our spiritual master, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Und dieses Zitat nehme ich von unserem Bhakti-Meister. He translates yoga karma su kaushalana as yoga is the art of work. Yoga ist die Kunst der Arbeit. Because it's not so easy. And the full verse says, Buddhi yukto yahati ha upesu krita duskrite tasmat yoga yajuk jasva yoga karma su kaushalam. That with buddhi yukta, being engaged with higher divine intelligence. Und der Originalvers ist ein bisschen schwieriger und da geht es darin, dass sich buddhi in der höchsten Intelligenz verschmelzt. Ube sukrita duskrite. In the good work or the bad work, again, remain steady. Und die gute Arbeit und die schlechte Arbeit gleichen sich aus. And then says, this is the art of work. Und er sagt, das ist die Kunst der Arbeit. Because it's not so easy to work in detachment, to do many things. This is what Krishna was asking Arjuna, fight, even kill, which is very controversial nowadays. Religious violence
on the name of God. Und es ist nicht so einfach, diese Anhaftung, die auch in der Arbeit steckt. Und Krishna hat Arjuna ja auch aufgefordert, bis hin zu töten, was hier sehr umstritten ist, auch in der heutigen Zeit. The highest principle of yoga, of all the yamas and niyamas, according to Patanjali in the Yoga Sutras, if we need to, we should give priority to one of the yamas and niyamas, ahimsa is the most important. Und auch Patanjali meinte, bei den Yamas und Niyamas, also was wir tun sollen und nicht, ist Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, das Allerhöchste. Still, Krishna is asking Arjuna, you fight. Und trotzdem hat Krishna Arjuna dazu angehalten, kämpfe. And to do such, and Arjuna is bewildered because there is, he's confronting his guru. Is on Dronacharya, on the other side. Und Arjuna ist sehr verstört, weil er gegenüber seinem eigenen Meister antritt. Considering the background of the culture background of Arjuna, to confront Guru, how is that possible? That's not possible. That's impossible. You cannot do that. You cannot confront Guru. Und Arjuna war völlig außer sich, weil es für ihn war das völlig eine Unmöglichkeit eigentlich gegen seinen eigenen Meister. Wie soll er gegen seinen eigenen Meister antreten? But then Krishna says, no, you have to do it. So that shows, and then he says, yoga karma sukoshalam. This is the art of work. Und Krishna sagt, nein, du musst es tun. Und das ist die Kunst der Arbeit, des Schaffens. Of course, we shouldn't take this out of context and now we go all to our gurus and start confronting. That's not the point. But das ist jetzt nicht, dass wir das am besten 1:1 übernehmen und jetzt die Waffe ziehen gegen unsere eigenen Lehrmeister. Krishna also in chapter 4 says, you come to me through guru. Und so sagt Krishna zu Arjuna, du kommst durch mich erst, du kommst durch dein Guru erst überhaupt zu mir in Kapitel 4. So, yoga karma sukoshalam, it is not so easy to act in yoga, in daily life, in practical day-to-day life, outside of the sangha, outside of the retreat. Und so ist es gar nicht so einfach, diese so yogisch zu leben, wenn man nicht in so einem Ashram-Kontext lebt, wie wir hier. But yet, this is our mission. For all of us, sadhakas, practitioners of yoga, this is our mission. Outside of the retreat, we should act in yoga. Aber genau das ist unsere Mission für unsere also wir als spirituelle Aspiranten, dass wir außerhalb des Ashrams auch so handeln. So this is an art. Das ist eine Kunst. Then yoga is detached action. This is described in different parts of the Gita, but I want to refer to the first verse of chapter 6, Dhyana Yoga, which describes classical yoga, is described there. In Kapitel 6, Vers 1 geht es um Dhyana Yoga und da wird es beschreibt, Yoga als Aktion ohne Anhaftung. Krishna says, Anashrita Karma Palam, Karyam karma karoti yaha sasanyasi cha yogi cha nanirak nirna chakriyaha. The meaning is that the person who does not take shelter of the fruits of the work. Und der Vers, der gerade zitiert wurde, geht darum, dass man nicht sich unter den Früchten der Arbeit irgendwie ausruht oder Erwartungen hat. But who performs his or her duty? Aber wer seine Arbeit verrichtet? According to his own position. Je nachdem, in welcher Stellung er handelt. That person is the real sannyasi, the real yogi. Diese Person ist der echte Yogi. So again, Krishna is establishing Karma Yoga as the foundation of yoga. One cannot do Dhyana Yoga without having Karma Yoga consciousness, or that level, that cultivation of detachment. Und Krishna setzt somit Karma Yoga als die Basis und Grundlage allen Yogas.
Therefore, seva, that spirit of voluntary service for the divine mission, is so important. Und das ist, wieso seva, dieser selbstlose Dienst, so unendlich wichtig ist auf unserem Weg. Then yoga is described as transcendental knowledge throughout the Gita in chapter 4. It's like the classical chapter on that. Jnana Yoga, transcendental knowledge. Und im Kapitel 4 geht es um das transzendentale Wissen. Krishna describes many types of yogis, of spiritualists, of transcendentalists, who practice in their own traditions. Und Krishna beschreibt ganz viele verschiedene Wege und Richtungen, die diesen transzendentalen Weg gehen. And he says that the essence of those practices culminate in jnana, transcendental knowledge. Und diese ganze Praxis kulminiert in jnana, transzendentales Wissen. And then Krishna says, in order to understand properly, then you need to approach tattva darshis, approach somebody who has seen tattva, who has seen the truth. Und um dahin zu kommen, zu diesem transzendentalen Wissen, es ist erforderlich, jemanden zu treffen, der in der Wahrheit ist. Seeing doesn't necessarily mean, of course, also we see with these eyes, but what we see with these two eyes is very limited. Seeing means realize, experience. Und wenn wir diesen Menschen sehen, dann geht es nicht nur darum, dass wir ihn quasi mit den Augen sehen, sondern dass wir ihn erleben. And then Krishna says, after that verse, that when a person has received knowledge from a tattva darshi, then that person can see the presence of God everywhere and in everyone. Und Krishna sagt, so ein Meister, wenn er das Wissen hat, dann sieht er Gott in allem um sich herum. So this is yoga's transcendental knowledge, most important. Ja, und Yoga, darum, hier geht es um das transzendentale Wissen. And then, in chapter 6, all these points, yoga's control of the mind and the limbs of yoga are included in chapter 6 of Bhagavad Gita. Classical yoga is described there in 47 verses. It's quite condensed, but there is the whole practice of yoga is explained. Und in Kapitel 6 wird Yoga als die Kontrolle des Verstandes gesehen. Und da gibt es 46 Verse. Krishna describes that the mind can be our best friend or can be our worst enemy. Und Krishna beschreibt darin, wie der Verstand unser bester Freund oder schlimmster Feind sein kann. An uncontrolled mind becomes our worst enemy. Ein unkontrollierter Verstand wird unser schlimmster Feind. And a controlled mind becomes our best friend. Und ein kontrollierter Verstand wird unser bester Freund. Because from that controlled mind, it's a still mind, then we can see what's at the bottom. We can see God who is behind, at the background, behind everything. Wenn wir den Verstand kontrollieren, dann folgt auch eine Stille. Und durch diese Stille können wir Gott sehen und Gott erfahren. Yitatmana prashantasya paramatma samahita. The person who has conquered the mind, Krishna says, paramatma samahita, has attained the paramatma, the supreme self, the supreme soul. Wer den Verstand kontrolliert, der kann die höchste Wahrheit, die höchste Seele entdecken. And then it says, let me check the second part of the verse. That's why we have books in Kali Yuga, because our memories are limited. Wir haben Bücher in Kali Yuga, weil unser Verstand so ein bisschen limitiert ist. Shitoshna sukkadu keshu tata manapamanayo. For that person, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same.
für die Leute, die den Verstand meistern, sind Freude und Traurigkeit und Hitze und Kühle und alle Gegensätze gleich. Which is what we were discussing in the beginning. In order to become situated in samatva, equanimity, in the art of work, we need to conquer the mind, Krishna is saying here. Und schließt sich der Kreis wieder zu dem ersten, Yoga as als Gleichmütigkeit. And then we find in chapter 6 of the Gita a description of the sitting position of the yogi and controlling the breathing, the mind. All this is described in this chapter. Und so die praktischen Sachen sind in Kapitel 6 beschrieben, wie man korrekt sitzt und wie man atmet, um den Verstand eben zu kontrollieren. Arjuna questions. He says, but Krishna, what you are proposing to control the mind seems to be is more difficult than to control the wind. What you are proposing, it's impractical. How this is going to be possible? It's not possible. Und Arjuna sagt zu Krishna, was du da willst, dass ich diesen Verstand komplett kontrolliere, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, da kann ich gleich den Wind einfangen. And Krishna says, yes, you are right, it's very difficult to control the mind, but it is possible through abhyasena vairagyena, through practice. This morning also we were listening about practice, and detachment. Und Krishna sagt, ja, es ist tatsächlich schwierig, aber durch Abhyasa können wir da hinkommen und durch Loslassen, durch die Anhaftung aufgeben. Which is the same formula given by Patanjali in his Yoga Sutras. Same message coming from different sources. Ja, und immer wieder die gleichen Nachrichten, so hat Patanjali ja auch genau das Gleiche gesagt. The same message is found in Srimad Bhagavatam, taught by Kapila Dev. Und in Srimad Bhagavatam ist auch wieder genau das Gleiche beschrieben. This is a picture of the sage Kapila. Kapila is recognized according to the Srimad Bhagavatam and other scriptures as a divine incarnation of God. Und auf dem Bild sehen wir den heiligen Kapila. Und er wird in den heiligen Schriften auch als Gottheit beschrieben. He is the founder of the Sankhya philosophical system. Er ist der Gründer des Sankhya Philosophie. But we have to be careful because there are two Kapilas. There is one theistic Sankhya and there is atheistic Sankhya. Aber wir müssen aufpassen. Es gibt nämlich zwei von ihnen, von Sankhyas, und einer ist Kapilas. Originally both followers of the tradition of the Veda and scholars, non-practitioners. Und beide ursprünglich orientieren sich an den Veden, aber einer ist hat ein Gottesbild und der andere ist atheistisch. Accept that Sankhya is theistic. It's a philosophy that has as a name to achieve God. Und Sankhya hat ein Gottesbild und ein System, um Gott zu erreichen. You may say, why now you jump from yoga to Sankhya? What is this? Many of you may know that Sankhya and yoga are together. The six Saddarshans, the six classical philosophies of India, they are classified as sister philosophies, and Sankhya and yoga go together. Und ihr mag euch fragen, wie ich jetzt eigentlich vom Yoga zu Sankhya springe und hin und her. Es ist so, dass in Indien gibt es sechs große philosophische Systeme und Yoga und Sankhya sind sehr verknüpft miteinander. Sankhya is the theoretical foundation of yoga. Yoga is a practical application of Sankhya. Und Sankhya ist der theoretische Unterbau vom Yoga, während der Yoga eher den praktischen Teil hervorhebt. So to understand theoretically Purusha and Prakriti is essential in order to properly practice yoga with the right understanding.
Und so ist es für uns wichtig, dass wir diesen die theoretische Grundlage haben, um den Yoga dann richtig zu praktizieren. So in Srimad Bhagavatam, Kapila Dev, this divine incarnation, explains Sankhya to his mother, Devahuti. Und in der Srimad Bhagavatam wird beschrieben, wie Kapila seiner Mutter. Devahuti. It's my responsibility. So Devahuti. Devahuti. It's the name of the mother. Okay, I'll go back a little bit before we enter into the Bhagavatam. We're going to come here soon, but I want to finish with something from the Gita about yoga. Aber bevor wir da weiter eintauchen, will ich noch was von der Gita fertig machen. This is the concluding verse to chapter 6 of Bhagavad Gita. Das ist der endende Satz aus dem Kapitel 6 der Bhagavad Gita. After explaining so many things about yoga in a very clear, concise way. Nachdem so viele Sachen über Yoga erklärt wurden in einer sehr präzisen Formulierung. Krishna tells Arjuna that because I have given you so many reasons why you should become a yogi. Hat Krishna Arjuna jetzt erklärt, wieso es eigentlich so viele Gründe gibt, ein Yogi zu werden? He says the yogi is better than the karmi, the fruitive worker. Er sagt, der Yogi ist geeigneter, besser als der Arbeiter. The yogi is better than the tapasvi, the ascetic. Der Yogi ist besser als der Asket. The yogi is better than the gyani, who has philosophical knowledge. Der Yogi ist besser als der Gyani, der philosophische Grundlage hat. That's just the verse before that one. It's 46. Let me see. The Sanskrit, I'll read it for quotation, like credibility. Tapasvi pyo diko yogi, gyani pyo pimato dika, karmi pyas chadiko yogi, tasmat yogi babarjuna. The yogi is better than the gyani, therefore become a yogi, Arjuna. Der Yogi ist besser als der Gyani und deswegen Arjuna wird ein Yogi. And then Krishna concludes here again, emphasizing how bhakti, love and devotion, is the essence of yoga. Und hier wiederum spricht Krishna zu Arjuna, wie eigentlich die Liebe, das Bhakti-Dasein, das Höchste noch ist. The source of the deepest ananda, as described in Vedanta Sutra, Anandamayo Vyasat, comes from bhakti, from divine love. Und der größte Glückszustand, das größte Ananda-Dasein kommt aus der Seele des Bhakti-Yoga. And this is confirmed in this verse of the Gita. We can sing it. I'll sing the line and you can repeat afterwards. Yoginam api sarvesham. Yoginam api sarvesham. Madgate nantaratmana. Shraddhavan bhajate yomam. Same yuktatamo mataha. And this is a translation as given by Srila Prabhupada. And of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me, is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. Und von allen Yogis, der mit dem größten Glauben an mich, der immer in mir bleibt, denkt von mir, als ob ich in ihm bin und bringt all die transzendente Liebe und dient mir. Er ist der am nächsten Vereinigte mit mir in Yoga und ist der Größte von allen. Das ist meine Meinung.
So Srimad Bhagavatam elaborates more on this principle explained here, and also you find this same principle very nicely explained in the first section of chapter 12 of Bhagavad Gita, in case you want to study it. Und in dem Kapitel 2 von Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, wird das hier auch erklärt. Und in der Bhagavad Gita ist es Kapitel 12. Ah, 12, okay, in der Bhagavad Gita ist Kapitel 12. Verses 1 to 7. Die Verse 1 bis 7. So, anyway, so we will move. So this is explained in Srimad Bhagavatam. In Srimad Bhagavatam goes deeper into this explanation of developing a personal relationship with God. Und in der Srimad Bhagavatam wird es noch viel tiefer quasi besprochen, diese innige Beziehung zu Gott zu entwickeln. This picture, this was sent to me by one of my colleagues who is here. He's now attending some other presentation. He sent me this picture. I told him, can you find me some pictures from about the Bhagavatam? And I thought it's very telling because the Bhagavatam is very deep, but at the same time very available. Anyone can benefit from the Bhagavatam. So to have the innocence of a child and approach the Bhagavatam and will help us to be able to understand the message. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe jemanden gebeten, ob er mir ein Bild schicken kann. Und er hat mir dieses Bild mit dem Kind geschickt. Und das ist auch ein bisschen die Essenz, dass die Bhagavatam ist zugänglich für ganz viele von uns aus ganz tiefem Herzen. In the Srimad Bhagavatam it is described that at the same moment that Krishna departed from this world, after having spoken the Bhagavad Gita, some time after, but not too long after. Und in der Srimad Bhagavatam wird beschrieben, wenn Krishna diese Welt verlässt. The Bhagavatam is like the written manifestation of Krishna to give light for the people of the age of Kali. Und der Bhagavatam wird eben beschrieben, wie Krishna uns Licht gibt. Es geht immer ganz speziell um dieses Zeitalter des Kali. And therefore we find in the Bhagavatam that from 335 chapters. Und in der Bhagavatam finden wir in den 335 Kapiteln. More than 100 is directly about Krishna. Mehr als 100 geht's direkt über Krishna. Krishna's life is described in the Bhagavatam. Krishna's Leben ist beschrieben in der Bhagavatam. And his teachings. His teachings are also found, there is a very beautiful section named Uddhava Gita. As we have Bhagavad Gita, there is Uddhava Gita. This is the last message of Krishna to his dear devotee Uddhava. Und es gibt das, den Abschnitt, den Uddhava Gita, und da geht es um Krishnas Leben nochmal. And in the Uddhava Gita, here I'm not going to quote the Uddhava Gita much, because we don't have time, but if you study the Uddhava Gita, you will find many jnana and yoga principles explained by Krishna. Und in dieser Uddhava Gita sind ganz, ganz viele Prinzipien nochmal von Krishna beschrieben. Again, with an emphasis on bhakti, on divine love. Und wieder mit dem ganz großen Schwerpunkt des Bhakti Yoga, der Liebe. Before we enter into the verses of Kapila Dev to his mother, just something which I thought would be important for those of you who are not familiar with the Bhagavatam. Und bevor wir jetzt Kapila Dev nochmal zurückkommen, wie er zu seiner Mutter spricht, spreche ich hier nochmal kurz über was anderes. Is the circumstances under which the Bhagavatam was spoken? Sind die Umstände, über die Bhagavatam sprechen? This is the sage
Shukadeva Goswami, like you have here, Master Shukadev. So this das ist der heilige Shukadev. And this is Maharaj Parikshit, who is the grandson of Arjuna, the hero of Bhagavad Gita. Und der da davor kniet, ist der Enkel von Arjuna. I won't get into the details of how it happened, but Maharaj Parikshit was cursed to die within 7 days. Und ohne jetzt super tief darauf einzugehen, der Enkel von Arjuna war verflucht, in 7 Tagen zu sterben. And in those years, the curses will become true. Ja, und es geht 7 Jahre und während der Zeit wurden diese Verfluchungen wahr. Particularly curses given by powerful people, people who had the power to do that. Ja, speziell Verfluchungen von sehr mächtigen Leuten. So Maharaj Parikshit, even though he was the emperor of the whole India and according to tradition beyond India, the whole world. Und obwohl jetzt dieser Enkel Arjunas die Macht über ganz Indien und noch darüber hinaus hatte, he decided to abandon everything and prepare for death. Hat er beschlossen, alles wegzugeben, alles zu verlassen und sich auf den Tod vorzubereiten. And he asked the question to, he went to the banks of the sacred river of the Ganges. Und er ist zu den Ufern des heiligen Flusses Ganges gelaufen. Some say it is the Yamuna because Yamuna passes by Delhi and the capital was Hastinapur. Ja, so it must have been the Yamuna. Ja, manche sagen, es muss der Yamuna sein, der Fluss, der bei Delhi vorbeifließt. So he abandoned everything and all the sages came to see him. Many sages came to support him. Und als er da alles verlassen hatte, hat es auch viele Heilige kamen dann zu ihm. And he asked a very important question. Und er hat eine sehr wichtige Frage gestellt. He posed the question in front of the sages. Und er hat die allen Heiligen gestellt. What is the duty of a human being, and especially of that human being who is about to die? Was ist die Verpflichtung eines Menschen und speziell was ist die Verpflichtung eines Menschen, der dabei ist zu sterben? And then he elaborated on the question: What should that human being listen about? What should he think about or speak about? Und dann hat er noch die Frage näher ausgeführt und hat gefragt: Was hört er? Was spricht er? What or who should he worship? Was oder wen sollte er anbeten? And also, what should that human being not do? Und vor allem, was sollte dieser Mensch nicht machen? So based on that, Shukadeva Goswami presented the whole narrative of Krishna, the whole teachings of the Bhagavatam, answering that question. Und der heilige Shukadev hat ihm dann auf diese Frage geantwortet und hat ihm die ganze Bhagavad Gita vorrezitiert. And actually he described that the best process for a person who is about to die, which that means all of us sooner or later we're going to die, we also hear that. Und jetzt und in dem Prozess, wo wir sind ja alle dabei, irgendwann früher oder später zu sterben. He emphasized the hearing and chanting about God, Shravanam Kirtanam, those processes of bhakti. Hat er besonders hervorgehoben, diese Bhakti-Sachen mit dem Singen. Shukadeva Goswami responds. Etan nirvidyamananam ikchatam makutopayam yoginam nripanirnetam harer namanu kirtanam. That the fearless process for all. Fearless. Mm-hmm. Fearless process for all. Und der Meister Shukadev hat dann diese Furchtlosigkeit nochmal hervorgerufen. Whether somebody is full of material desires, egal ob jemand voll davon ist an weltlichen Habgieren. Whether somebody is searching to become free from material desires, moksha, searching for moksha. Egal ob jemand Moksha sucht. Whether somebody is a realized yogi. Egal, ob jemand ein realisierter Yogi ist. Is
Harer Namanu Kirtanam, the chanting, the Kirtanam of the holy names of God, following the great masters. Für alles, die heiligen Namen der Götter zu singen, das Wichtigste, folgend allen großen Meistern. I thought to share that because it's a very important part of the Bhagavatam. Now let's move into Kapila Dev's instructions to his mother about yoga. Und das wollte ich nochmal zur Bhagavatam sagen und jetzt gehen wir zu Kapila Dev's Erklärung zu seiner Mutter. There are actually about in total, there are nearly 10 chapters on Kapila's teachings on Sankhya, first Sankhya, then Yoga. Und es gibt 10 oder knapp 10 Kapitel drüber, über diese Lehren über Sankhya. But now we will focus on chapter 28 of the third canto or third book. Und wir sind jetzt bei Kapitel 28 vom dritten Buch. I'll read some verses, only the translations, and we will sing some so that we see how it goes with the Sanskrit and the, to show the, how the limbs of yoga are there very clearly described. Ich werde jetzt einfach nur die Übersetzungen vorlesen und den Sanskrit-Part erstmal aussprechen. The reason why I'm presenting this to all of you is for those of you who were not informed, I think it's a very valuable information. You may want to study this section of the Bhagavatam because maybe relevant to your yoga practice. Und ich möchte euch das Material jetzt einfach mal zeigen, weil vielleicht kennt ihr es noch gar nicht und es könnte für euch sehr sehr wertvoll werden. So this also starts with Sri Bhagavan Uvacha, the chapter. Like the Gita, Sri Bhagavan Uvacha, so is God speaking to us. Und es startet genauso wie die Bhagavad Gita. My dear mother, O daughter of the king. Meine liebe Mutter, Herrscherin des Königtums. Now I shall explain to you the system of yoga. Jetzt werde ich dir das System des Yoga erklären. The object of which is to concentrate the mind. Wo denn es darum geht, den Verstand zu konzentrieren und zur Ruhe zu bringen. By practicing this system, indem wir dieses System praktizieren, one can become joyful, kann man sehr freudvoll werden and progressively advance, und weit fortschreiten towards the path of the absolute truth, auf dem Weg zur absoluten Wahrheit. One should execute his prescribed duties. Man sollte seine Pflichten ausführen. To the best of his ability. So gut wie man es machen kann. And avoid performing duties. Und man sollte Aufgaben vermeiden. Not allotted to him. Die einem nicht aufgetragen wurden. We find this also in Bhagavad Gita. It is better to perform our own duty, even imperfectly, than to perform the duty of someone else perfectly. Und das ist ganz genauso wie in der Bhagavad Gita, dass es besser ist, die Aufgaben, die uns zugetragen sind, nicht so toll zu machen, als die Aufgaben eines anderen perfekt zu machen. Kapila Dev continues. One should be satisfied. Kapila fährt fort. Man sollte zufrieden sein. With as much gain as he achieves. Pardon? With as much gain as he achieves. Mit so viel eigentlich wie man bekommt. By the grace of God. Bei der Gnade Gottes. And one should worship. Man sollte anbeten. The lotus feet. Den Lotusfuß. Of a spiritual master. Eines spirituellen Meisters. One should cease performing conventional religious practices. One should stop performing conventional religious practices. Man sollte aufhören, standardmäßige religiöse Praktiken zu vollziehen.
and should be attracted to those, und sollte hingezogen sein, zu denen, which lead to salvation, die zur Befreiung führen. One should eat very frugally. Man sollte sehr frugally little frugal. Ah, okay. Man sollte sehr wenig essen. Don't eat big plates. Moderate eating. Ja, man soll nicht so reinschlichten. I know for the Hare Krishnas we have very good food, so you have also here. So it can be difficult. Ja, kann schwierig werden, weil das Essen immer so lecker ist. And should always remain secluded. Und man sollte sich immer etwas zurückziehen. So that he can achieve, sodass man erreichen kann, the highest perfection of life. Die höchste Perfektion des Lebens. So now we can sing this verse. This is the next verse, number 4. And we see here we find yamas and niyamas described, which is, I found it very interesting because it's there. We find, Patanjali says it, the Bhagavatam says it. It's, und hier sehen wir jetzt ein Vers. Es geht wieder um die Yamas und Niyamas. Und hier sehen wir auch wieder, wie eigentlich diese verschiedenen Schriften, wie von Patanjali und Bhagavad Gita, immer aufs Gleiche hinauszielen. Some words may be synonymous, not exactly the same Sanskrit, but the meaning is the same. Oft hat man auch Synonyme, also Worte, die das Gleiche bedeuten. We can sing it. Aimsa satyamasteyam. Aimsa satyamasteyam. Yavat artha parigraha. Brahmacharyam tapak saucham. Svadhyaya purusharchanam. And this is the translation. One should practice non-violence and truthfulness, should avoid thieving, and be satisfied with possessing as much as he needs for his maintenance. He should abstain from sex life, perform austerity, be clean, study the Vedas, and worship the supreme form of the supreme personality of Godhead. Man soll Gewaltlosigkeit praktizieren und Wahrheit, in der Wahrheit leben. Man soll vermeiden zu stehlen und zufrieden sein mit den Besitztümern, wie viel man benötigt, um sein Leben aufrechtzuerhalten. Man sollte Abstand nehmen von sexuellem Leben und generell genügsam leben, sollte sauber sein, sollte die Veden studieren und die höchste Form der höchsten Personalität von Gott anbeten. The term Purusharchanam, here it, Purusha is translated with reference to the Mahapurusha in the Vedas, the supreme, the great person, or the Paramatma, the supreme soul. In den Veden wird nochmal gesprochen von der höchsten Seele. Like, for example, also in chapter 13 of the Gita, Krishna explains, talks about the Kshetra and the Kshetrakya, the body as the field of activities and the soul as the knower of the body. Und in der Bhagavad Gita, in Kapitel 13, erzählt Krishna noch einmal über den Körper, das Schlachtfeld. And how he situated within the heart of every living being. Und über die Seele, wie Krishna in der Seele eines jeden Menschen ist. So, based on, also in the text, in the Bhagavatam, there is a description of the Purusha and the Paramapurusha, so it has been established previously that there is a supreme Purusha, and therefore Purusharchanam, it's equal to Ishvara Pranidhana, it will be synonymous. Und das sieht man in der Bhagavatam und der Bhagavad Gita, sieht man auch wieder, wie ganz viele Sachen austauschbar sind. Then the next verse says, one must observe silence, acquire steadiness,
by practicing different yogic postures, control the breathing of the vital air, withdraw the senses from sense objects, and thus concentrate the mind on the heart. Und um die Kontrolle über den Geist zu erlangen, wird auch noch darüber geschrieben, wie man über die Asanas und über den Atem und viele Sachen dorthin gelangt. So the previous verses describe yama and niyama, and these verses describe asana, pranayama and pratyahara. Und während vorher die Verse über das Yama und Niyama geschrieben hat, geht es jetzt um die drei Sachen. And now this verse, number 6, this describes the samyama or the triad, dharana, dhyana, and samadhi, the higher limbs of classical yoga. Und die drei Abzweigungen des klassischen Yoga, dharana, dhyana. So these are described with a devotional emphasis. Und hier geht es immer um so einen sehr hingebungsvollen Weg. So we see the devotion is explained also in Patanjali's Yoga Sutras. For example, Patanjali writes, Samadhi Siddhi Ishvara Pranidhana. That the Siddhi, the perfection of Samadhi, is attained by Ishvara Pranidhana, by surrender unto God. Und hier haben wir auch wieder eine Parallele zu Patanjali. Der sagt, Samadhi ist auch. Should I repeat? Yeah. Is that okay? Should I repeat? Or I think you can go on. The terms, I don't know all the yogic terms, I'm sorry. But I think... Maybe. You mean the Sanskrit terms? Or yeah, right. Okay. Yeah, you but I think the audience, I hope just everyone... Just the concept, they hear the Sanskrit from me and then you translate into German. So... The same principle is explained in Bhagavad Gita with a bit more detail, and here the devotional explanation it's even increased with more detail. Ja, und in der Bhagavad Gita wird das Gleiche beschrieben, aber hier in der Bhagavatam ist es eben noch viel stärker dieser Hingebungsaspekt betont. So here it says, Svadishnyanam ekadeshe. Manasa pranadaranam Vaikuntali labhityanam Samadhanam tatatmanaha. And the translation is, fixing the vital air and the mind in one of the six circles of vital air circulation within the body. It's describing up to it's seven chakras, but six up to when you reach the last one. Thus concentrating one's mind on the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead is called Samadhi or Samadhana of the mind. Und wenn man sich fixiert, die Luft und den Verstand in einen der sechs Kreise, also hier sind auch die Chakren gemeint, im Körper und sich somit konzentriert auf den Transzendental, das Höchstes und die Persönlichkeit von Gott, dann ist es beschrieben als Samadhi oder Samadhana des Verstandes. And then there is a very elaborate description of how the yogi should meditate on each of the limbs of the form of God within the heart. Und dann gibt's eine sehr ausgeklügelte Beschreibung, wie man meditieren soll mit den verschiedenen Zweigen des Yoga. So this is just a picture to give us an idea how the yogi meditates.
Und hier kommen weitere Bilder, das uns eine Idee geben soll, wie der Yogi meditiert. This is also describing Bhagavad Gita, this meditation with a form of Paramatma, God in the heart. Und das ist auch eine Form, die in der Bhagavad Gita beschrieben wird, mit, wo man Gott in seinem Herzen erfährt. And this is the most powerful use of the techniques of yoga to focus on God. Yoga teaches techniques to focus. Und das ist eigentlich die kraftvollste Art, auch eigentlich, die das Yoga bietet, sich auf Gott zu konzentrieren. But the purpose of human life is to focus on God. Weil das eigentlich der ganze Sinn und Zweck des menschlichen Daseins ist, sich auf Gott zu konzentrieren. There is a whole chapter in Patanjali's Yoga Sutras. What perfections a yogi achieve according to what he focuses on his or her meditation. Und bei Patanjali gibt es auch wieder, dass eigentlich der Mensch genau das erreicht, worauf er sich auch konzentriert. But this is described ultimately as traps for the yogi. The yogi should go beyond and achieve the chit shakti, the transcendental shakti. Aber diese Sachen, worauf sich der Yogi konzentriert, sind eigentlich auch wieder nur Fallen auf dem Weg, weil der Yogi, der soll noch höher hinaus. And this is expressed in the verse, the last verse we read, as Vaikuntha Lila. Vaikuntha Lila, Vaikuntha refers to the transcendental world. Und das ist genau nochmal beschrieben in dem Vers, den wir gerade eben gelesen haben. The world beyond anxiety. Und darin geht es um die Welt, die hinter der Ängstlichkeit kommt. And Lila refers to the divine activities of the Lord, of God, in the spiritual world. Und das führt dann zu dem wunderbaren Sphären Gottes in der spirituellen Welt. And the yogi is meant to experience that. Und die Yogis sollen eigentlich genau das erfahren. And I like to end, I don't know how familiar, I think many of you will know, you heard about the gopis of Vrindavan, Krishna's best devotees, und, who dance with Krishna. You heard about this? Ich denke, ihr kennt die Gopis, die größten Anhänger Krishnas. This will be a long subject to elaborate on, but I thought that it's interesting that the gopis are the best bhaktas, best devotees. They are ready to surrender everything for Krishna, for God. Da könnte man jetzt noch ganz tief einsteigen, aber der Grundgedanke ist ganz kurz schön aufzufassen, dass die größte Hingabe an Gott darstellt. Die Gopis haben diese größte Hingabe. The Srimad Bhagavatam describes that when Krishna plays his flute, everybody who listens becomes enchanted. Und die Bhagavatam beschreibt, wie Krishna seine Flöte spielt und dann jeder verzaubert ist und diesem Klang lauscht. This morning I went to the Homa room for the Homa Yagya and all the participants were singing, I also participated, singing the Gayatri Mantra. Und als ich heute Morgen zur Homa gegangen bin, haben alle Leute, die dort teilgenommen haben, das Gayatri Mantra gesungen. There is a text named Brahma Samhita that describes that the sound of Krishna's flute is Gayatri. Und es gibt einen Text, dass die Laute von Krishnas Flöte Gayatri sind. So, when the gopis heard the sound of Krishna's flute, it was so sweet, so attractive, that they couldn't resist. They abandoned everything. Und als die Gopis eben Krishnas Flöte gehört haben, konnten sie nicht widerstehen und haben alles liegen und stehen lassen und sind ihm gefolgt. Some were feeding their babies and they couldn't resist. They loved their babies, but they put the babies aside and went running where Krishna was. Und sogar Eltern haben ihre Kinder liegen lassen und sind Krishna hinterhergelaufen. Some were taking a bath. They stopped the bath in the middle, didn't dress properly, they ran to see Krishna. Selbst aus der Badewanne sind sie rausgesprungen und sind nackt dem Krishna hinterhergelaufen. Some even dressed upside down, put everything improperly. Und manche haben einfach ihre Klamotten verkehrt herum angezogen. They didn't know what they were doing. Sie wussten nicht mehr, was sie taten.
But their soul was so attracted to Krishna that they ran. Aber sie waren so hingezogen zu Krishna, dass sie einfach gelaufen sind. And this is the power of bhakti, the power of divine love. Und das ist die Kraft der göttlichen Liebe. So what I find very interesting is that the Bhagavatam in the 10th book, the 10th canto, describes the gopis as yoginis. Und in der Bhagavatam wird im 10. Kapitel werden die Gopis als Yoginis beschrieben. The best yogis, because they, even though they didn't sit and practice meditation, they had achieved the perfection of divine love. Und die werden sozusagen als so große Yogis beschrieben, weil sie eigentlich das Höchste erreicht haben. Sie sind in der Hingabe und Liebe Gottes so weit, dass sie Perfektion erreicht haben. Which is, as we read from Bhagavad Gita, is the goal of yoga. Was wir in der Bhagavad Gita lesen können, genauer das Ziel ist. According to the Bhagavata school of thought and practice. Also zumindest was die Bhagavata school lehrt. I thank you very much for listening so patiently and being such a wonderful audience.